Da kommen wir auch zur ersten Frage, Freunde. Und zwar, welchen krassen Ort würdest du, an welchen krassen Ort würdest du gerne Sex haben? Hattest du schon mal Sex mit einem Tier? Findest du es geil, wenn Frauen einen Finger in den Mund nehmen, um den Mann anzutören? Hast du schon mal sowas wie Kekswichsen gemacht? Echt? Paragraph 5721. Durch das Daumen hochgeben auf ein Danny Burnage Video bestätigt der Mann seine Potenzfähigkeit. Was geht, Freunde und Freundinnen? Mein Name lautet Danny Burnage. Und willkommen zu einem neuen Sexfragen-Video mit dem Giorgio. Stell dich doch mal vor. Ja, hallo meine lieben Freunde. Endlich ist es wieder soweit und wir freuen uns auf jeden Fall. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall und nicht vergessen, schreibt in die Kommentare, welche Sexfragen mir der Giorgio als nächstes stellen soll. Stellt aber bitte nicht solche Fragen wie: Ah, ja Danny, hast du eigentlich leer gefickt? Ja Danny, hast du eigentlich nie gefickt? Ja Leute, das steht da wirklich zu 90% nur drin. Sucht euch wirklich komplexere Fragen raus, damit wir auch, wie gesagt, also dann ist es auch wahrscheinlicher, dass eure Frage drankommt. Ja, oh, ach fuck, sorry Leute, ich musste kurz was einstellen noch. Ja genau, also auch ein bisschen einfallsreichere Fragen, die ich auch beantworten möchte. Also, ich beantworte eigentlich alles, ja, und da könnt ihr euch eure Kreativität freien Lauf lassen, außer das. Das ist das Einzige, was ich nicht beantworte. Und das, also ich persönlich hätte nichts dagegen, aber, das macht man nicht, ja. Das sagt, sowas sagt man nicht. Ihr könnt es euch denken und, ja. Genau. Da kommen wir auch zur ersten Frage, Freunde, und zwar, welchen krassen Ort würdest du, an welchen krassen Ort würdest du gerne Sex haben? An welchem krassen Ort? Ja. Also ich wollte schon immer mal im Schwimmbad haben, so ins Schwimmbad einbrechen, so irgendwie. Ich weiß nicht, hatte ich so, erstmal sag ich, dann kannst du ja was dazu sagen. Sorry, ich zocke nebenbei live, also nicht wundern. Live spielen macht mir übel Spaß, Alter. Ich liebe live spielen, keine Ahnung, woran das liegt. Oh, ja. Scheiße! Also ich würde es gerne im Schwimmbad haben, so am besten so einbrechen oder so. Kennst du das? Ja, dieses, ja, ich bin auch schon mal ins Schwimmbad eingebrochen, aber echt nicht jetzt? Deswegen. Ja. Ja, nicht deswegen, wow, Langweiler. Das war aber nur im Freibad, Alter, das war in der Eifel, da haben sowieso nur drei Kühe gewohnt, ja. Was hat eine Esmin da zu suchen? Manchmal denke ich mir, wo positionieren die Esmin, ne? Da, wo eh keiner reinläuft, aber ich laufe da natürlich immer wieder rein, Alter. So sieht das aus, Alter, ich hasse Esmin. Und dann vielleicht noch im Auto, wenn ich dann auch meins habe. Ja. Aber das ist ja ein krasser Ort. Findest du nicht? Nein. Also ich finde... Also ich finde definitiv nicht. Ich glaube, 30% der Frauen in Amerika werden im Auto entjungfert. Ernsthaft? Ja! What the fuck? Das habe ich gelesen, Digga, Alter. Ich habe gedacht, was geht da ab? Also so krass ist es dann anscheinend doch nicht. 30% im Auto? Ja, entjungfert. Ja, dann ist es bei uns in Deutschland entjungfert. Ja, ich meine, schon mal Sex gehabt, kann ich mir so vorstellen, 30%. Aber echt, so viele? Ja, das ist echt heftig, Alter. Aber was hat hier eine S-Mine zu suchen? Sind die behindert? Junge, mitten auf dem Weg. Einfach so, als wäre das irgendwie so ein normaler Ort, wo jeder langläuft, immer. Na, okay, alles da. Kommen wir zur zweiten Frage. Wechsel die Waffe. Ja? Die ich heftig finde, ist eigentlich. Hattest du schon mal Sex mit einem Tier? Jetzt gibst du, dass du mit Freddy Sex hattest. Gib es wenigstens zu. Einmal. Und wie war's? Einmal. Es war einfach nur romantisch. Viel besser als mit Menschen. Er hat schon mit Menschen Sex. Obwohl, also ich habe meine Zeitung gelesen, ne? Ja. Als richtig fette Überschrift, er nennt es Liebe. Ja. So, wo ich mir so denke, was nennt er denn Liebe? Da dachte ich mir so, ne? Und da habe ich so einen Typen mit so einer Katze gesehen, ne? Ja. Und, nee, ohne Scheiß, wie heißt nochmal diese, es gibt ja Schwule, es gibt ja Lesben, wie heißt nochmal diese Neigung zu den Tieren? Es gibt so eine Neigung zu Tieren, die hat auch einen Namen. Ja, weiß ich nicht. Ich hab vergessen, wie die heißt. Ja. Auf jeden Fall, die stehen ernsthaft so auf Tiere und die haben auch Sex mit denen so, die ficken so eine Katze in den Arsch oder so. Aber Digga, das sind richtige Missgeburten. Ja, das ohne ist Spaß. Eine Tierquälerei eigentlich und das sollte eigentlich, denkst du, das sollte hier verboten werden? Definitiv, also ich finde... Sollte sowas wie Tiersex verboten werden? Also ich finde, das ist einfach Tierquälerei. Ja. Weil, ich weiß nicht, ich kann mir das echt nicht... Das ist erstens übel eklig. Übel eklig. Also ich würde niemals mein Ding, ne, in sowas, in so ein Tier oder so. Das ist voll eklig. Außer in Freddy. Außer in Freddy. Das ist eine Ausnahme. Genau. Ja, aber ich muss echt sagen, ich finde es auch traurig, dass in Deutschland es noch nicht verboten ist, also gesetzlich. Und es ist ernsthaft nicht verboten. Also man kann, ihr könnt, wenn ihr wollt, ihr wisst Bescheid. Haustiere und so, nicht Spaß. Nee, aber übel eklig, Alter. Ich finde es auch echt heftig. In anderen Ländern ist es schon verboten, ja, aber in Deutschland natürlich nicht. Okay.
Ja, das ist echt? Ist es woanders schon verboten? Ja, ja. So, das Ding ist, ich glaube, das ist nicht verboten, weil man gar nicht erst, das erwartet man gar nicht, dass es Menschen gibt, die auf Tiere stehen. Ich würde das zum Beispiel. Na, Digga, das kannst du so nicht sagen. Es gibt auch Menschen, die mit Kindern ficken wollen, Alter. Das ist. Ja, ja. Normal denkender Mensch sagt auch, ja, das ist nicht normal, das macht doch keiner. Ja, ja, stimmt schon. Aber sowas würde ich zum Beispiel. Nicht, aber am Anfang nicht verbieten, weil ich nicht wüsste, dass es sowas überhaupt gibt, muss ich sagen. Also ich wäre gar nicht darauf gekommen, das zu verbieten, so was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, gut, aber wer kommt denn darauf auch, dass Kinder gefickt werden, Alter, ohne Spaß? Das ist doch logisch, Alter, dass es Vergewaltiger gibt. Ja, aber welcher normale Mensch würde sowas machen, Alter? Es gibt genug. Normaler Mensch. Tiere. Nein, ich meine jetzt bei Kindern. Ja, normale Menschen, ja, aber das ist, ja, das sind aber keine normalen Menschen. Genau, das war ja gerade meine Frage. Welcher normale Mensch würde das machen? Okay. Ja. Oh, war es knapp, Alter. Habt ihr es gesehen? War richtig knapp. Hab ich mir überlegt, soll ich das roasten oder nicht, weil ich zwei Gegner gesehen habe von links und rechts und jetzt erzähl weiter. Okay, alles klar. Kommen wir zur nächsten Frage. Nummer 3. Findest du es geil, wenn Frauen einen Finger in den Mund nehmen, um den Mann anzutörnen? Ja, ich finde das gut. Echt? Das ist ein Zeichen davon, ich will dir einen blasen, so. Ich mag das. Es gibt ja Frauen, diese bösartigen Frauen, ne? Kennst du die? Also diese Anführungsböse, diese kleinen Teufel, was ich meine? So nicht diese Bösen, so, ne? Ja. Oh, Camper! Aber diese, so ein bisschen teufligen Frauen, kennst du die? Du weißt, was ich meine, ne? Ja, ich weiß. Und auf sowas stehe ich ja auch. Und, ich stirb einfach, du Bastard. Oh, da kommt der Sniper. Ja, nein! Oh, das kann nicht wahr sein, Alter. Aber ich mag das, weil das so ein Zeichen ist, ja, ich will dir einen blasen, so, finde ich. Alles persönlich. Klar. Okay. Okay. Frage Nummer 4. Würdest du eine Frau mit 3 Brüsten nehmen? Sowas gibt es tatsächlich. Nee, ohne Scheiß jetzt. Das wissen die Leute nicht. Aber auch wer zum Beispiel ein normaler Pornogucker ist, so wie ich zum Beispiel, dann der weiß ganz genau, dass es wirklich sowas gibt, ne? Und ob ich das nehmen würde, ist natürlich die Frage, weil ich finde es ein bisschen. Mir gefällt es nicht so, nein. Wie so ein Alien, Digga. Ja, ich mag das nicht so. Es ist so alienhaft ein bisschen. Ich spiele jetzt mit den Resten mit dieser Waffe hier. Ja, aber die Frage, ist ja, stell dir das einfach mal vor, du hast eine Alte abgeschleppt. Du hast das jetzt nicht so gesehen, weil die dritte Bus ein bisschen kleiner ist, ne? Ach so, ist klar. Ja, ich glaube, ich hätte die schon. Und du packst die aus! Und dann siehst du da so ein Fruchtzwerg noch in der Mitte hängen, Alter, was zu machen. Aber meistens ist die mittlere Titte ja auch gleich groß wie die andere. Echt? Ja. Alles klar, okay. Dann sieht man das ja schon vorher, alles klar, gut. Okay. Also ich habe jetzt das Spiel gewonnen, Alter. Ne? Hast du gewonnen? Ja, ich habe das Spiel gewonnen. Und jetzt spiele ich noch ein Spiel, ne? Alles klar. Ja, wir sind ja gerade mal. Jetzt kommt erst Frage 5. Okay. Okay, Frage Nummer 5. Hast du schon mal sowas wie Kekswichsen gemacht? Kekswichsen? Kennst du das nicht? Nein. Digga, okay, ich erkläre dir das jetzt mal. Du bist mit so ein paar Kollegen zusammen, ne? Ja. Und ihr legt einen Keks auf den Tisch. Ja. Und ihr holt euch alle einen runter, ne? Und wer den Keks nicht trifft. Pass auf, wer den Keks nicht trifft, jetzt beim Abspritzen, ne? Der muss den essen. Also erstmal muss ich sagen. Ich würde keinem Jungen, ich würde zum Beispiel auch sowas wie Schwanzvergleich gar nicht machen, weil mich interessiert das einfach nicht, wie groß der Penis eines anderen ist. Und ich weiß nicht, aber würde mich auch nicht einfach so vom Jungen oder so ausziehen. Und Giorgio, der hat da kein Problem, der rennt einfach mit seinem Schwanz hier durch die Gegend, ne, und wedelt damit rum, ne? Aber mir, ich meine, ich schäme mich jetzt nicht dafür, wenn ich duschen gehe zum Beispiel, dann mache ich das auch nackt, ne? Aber ja. Jetzt so irgendwie Schwanzvergleich oder sowas, oder Kekswichsen oder sowas, das mache ich gar nicht, Alter. Hast du nicht gemacht? Nee. Vielleicht mit Frauen, wer zuerst den Mund trifft oder so. Ja, ich sag jetzt mal dazu, ich habe das damals mit Kollegen, also kein Kekswichsen gemacht, okay. Aber wir haben das schon gemacht, wo wir halt, also da war ich ja noch voll jung, Alter, so 14, 15, da hat ein Kollege zu mir gesagt, so, ja, komm, bei dir aus der Pumpe kommt sowieso keine Munition raus. Da hab ich gesagt, das sei geht, wollen wir wetten, doch. Ja, das immer wetten, der so, ja, okay, alles klar, da sind wir ins Zimmer gegangen, waren wir mit 3, 4 Mann da, ich meine, das klingt echt gay, aber da haben wir uns im Porno reingezogen aber und übel, da hab ich mich schön eingeschaut, Alter, aber Digga, ich konnte nicht kommen, Digga, ne? Digga, was ist los bei euch in Köln, Alter, ist das normal? Nein, das war nicht in Köln, das war noch der Eifel. Und dann bin ich auf Toilette gegangen, ne, hab ich mir runtergeholt, so, und da hatte ich die Hand voller Wichse.
Pass auf, da kam der Typ so und der hieß Marco und hat gesagt, ja, das ist sowieso Shampoo. Da hab ich dir das voll ins Gesicht geflatscht, Alter. Der hat bestimmt 2 Stunden gekotzt. Oh mein Gott, Alter. Ich hätte dich umgebracht, Alter. Digga, der hat sich das gar nicht getraut. Ich hab zu dem gesagt, ey, Wettschulen sind Ehrenschulen. Wenn du mich anpackst, hau ich dich um, Alter. Ohne Spaß. Alter, heftig, Alter. Das war heftig, Alter. Also, das war richtig heftig. Ich hätte dich ernst umgebracht, Alter. Also ich hätte nicht mal sowas gemacht, weil die Wichse ins Gesicht. Ja, hab ich dir voll... Alter. Das ist ein I, Alter. Ich hab gesagt, los, Dito. Oh, eklig. Pokémon Ditto, Alter. Also ich muss sagen, Jojo ist sowieso so ein bisschen, also ich meine, Jojo ist sowieso so ein bisschen komisch. Aber es ist auch noch. Digga, weißt du, was mir aufgefallen ist? Was denn? Du hast ja eine Freundin, die aus Köln kommt, ne? Ja. Und, es ist einfach so, dass, was mir aufgefallen ist, die Mädels aus Stuttgart, ne? Das ja. sind die größten, arrogantesten Weiber, die es gibt, Alter. Das ist nicht mehr normal. Ja. Ich finde das übel schade, weil, ich meine, die sind zwar hübsch, so die meisten, ne? Ja. Aber die sind einfach übel arrogant. Und, mein Aiming. Ich weiß, was du meinst. Ich finde schon, du hast da schon recht. Und ich finde einfach, weißt du wieso? Weil die Eltern und sowas da alle voll reich sind und so. Und die werden einfach extrem arrogant. Die sehen zwar relativ hübsch aus, so, ne? Die meisten so aus Stuttgart zum Beispiel, die Weiber. Aber ich habe mich gewundert, wieso sind die Weiber aus Stuttgart, zum Beispiel, wenn ich mir so Nikos Mädels da ansehe, so, dann denke ich mir so, Alter, was ist an der so toll, ne? Wie kann man nur mit der was machen, Alter, ne? Die ist so ja. eingebildet und so weiter und so fort. Und das kommt echt davon, weil die in Stuttgart ein bisschen mehr Geld haben. Und, ja. Also die Eltern vor allem auch so. Und die leisten sich alle so Häuser und die Kinder, die werden extrem verwöhnt. Und dann werden die halt arrogant so. Deswegen, daran liegt das. Okay. Ja. Voll ja. klasse, Alter. Ja, ich muss ja dazu sagen, zum Beispiel, du hast ja gerade meine Freundin angesprochen. Meine Freundin ist definitiv echt. Ich meine, man sieht es ja auch manchmal, also wenn ich mal ein Video mit ihr mache, sie ist echt ein sehr offener Mensch und weiß ich nicht, ich mag auch nicht diese Arroganten, Alter. Ich hasse das voll, wenn die einfach denken, die sind was ganz Besonderes. Mag ich überhaupt nicht. Fuck, fast hätte ich den auch noch gekillt. Ja, genau, das mag ich auch nicht, das gefällt mir gar nicht. Und ich will lieber ein Mädel, was, ja, auf jeden Fall noch auf dem Boden geblieben ist irgendwie. Ja. Bisschen, mit der ich ein bisschen Spaß haben kann. Auf und einer nicht, Wellenlänge sein und ja, so. Ja, genau, ne? Nicht sowas. Alles klar, kommen wir zur nächsten Frage. Alles klar, dann kommen wir zur 6. Frage. Sechsten, alles okay. klar. Hast du schon mal... So, danke fürs Zuschauen. Lass einen Daumen nach oben, dann lade ich morgen gleich den nächsten Part hoch. Und dann sehen wir uns morgen und schreibt nochmal in die Kommentare, welche Fragen wir als nächstes von euch beantworten sollen. Da machen wir noch eine richtig lange Folge, wo ich das dann wieder in Parts unterteile und ihr für die ganze Woche was habt. In Zukunft wird dann auch mehr mit Giorgio und Nico kommen und so weiter und so fort. Abonniert den Kanal für besseren Sex und dann sage ich nur noch 3, 2, 1. Darauf uns Snickers Eis!